Ach herrje. Aber vielleicht können wir die genauso wieder nach Braga locken, in die Stadt runter. Wie wir das jetzt gerade mit Kajor und seiner Sippe gemacht haben. Das könnte funktionieren, ich weiß es nicht. Wir schauen mal. So, ich muss aber mal gerade ohne zu sprinten durch die Gegend laufen, weil einfach meine Ausdauer gerade so weit runter ist, dass ich mit der nichts mehr anfangen kann. So, hier drüben gab es irgendwo, soweit ich mich erinnern kann, so ein unglaubliches Sandcrawler-Nest. Das wir aber schon ausgelöscht haben. Dürften, eigentlich. So, ich mal hier über die Düne. Dankeschön. Bin ich hier richtig? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube, oder? Sollte eigentlich passen. Ansonsten muss ich gleich nochmal mir eine Karte raussuchen von Marant, auf der das mit eingezeichnet ist. Und der dann irgendwie folgen, also zu dem Punkt, der da ungefähr eingezeichnet ist. Aber vielleicht finden wir es auch so. Eigentlich muss es ja hier irgendwo an dem Massiv mit sein. Wo soll es denn sonst sein? Wobei ich mich irgendwie fühle, als ob ich falsch gelaufen bin. Das kommt mir nicht richtig vor hier. Ansonsten machen wir mal eine kleine Wüstenwanderung. Irgendwie ist die Dünne hier komisch animiert. Naja. Wie irgendwie... muss ich da noch höher? Geht das denn? Ich glaube nicht, ne? Wo sind wir denn? Wir gehen einfach mal weiter. Ich wüsste nicht, wo wir sonst hingehen sollten. Wir sind ja jetzt eigentlich immer an der Felswand geblieben, oder? Habe ich die an irgendeiner Stelle gerade verlassen? Ich glaube schon. Ach Mann. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dadurch, dass es so eine große Welt ist. Die auch ziemlich verwinkelt ist manchmal, die Ecken wiederzufinden. Ich suche mal, ohne dass ich ja aufnehme. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Wir schauen mal hier auf die Karte und sehen, wir sind doch an einer anderen Stelle als vorher. Sind dann doch ein bisschen falsch gelaufen. Und hier ist die Höhle. Und da drinnen ist Riordian hoffentlich irgendwo. Ja, da ist er. So, und hier sind auch die ganzen Nomaden. Das hier Azaru. Gibt's denn mit dir irgendwas noch? Ah ja. Irgendwie spinnt gerade wieder die Anzeige hier. Ayla ist zurück in Braga. Ausgezeichnet. Dann wird Naphalem sich in Sicherheit wiegen. Nun hilf uns bei den weiteren Vorbereitungen für den Angriff auf Braga. Vielleicht müssen wir auch erstmal das machen, damit wir die dann auch hier zu dem... Okay. Ich bin bereit für den Angriff auf Braga. Gut, hier ist der Plan. Wir brechen jetzt auf ins Ruinenfeld. Du kannst uns begleiten oder deinen eigenen Weg gehen. Wir werden uns dort treffen und dann greifen wir an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Nomaden begeben sich runter, Riordian bleibt hier. Schön. Mir fällt gerade ein, ich hätte beim Tod von Merdarion vielleicht mal schauen sollen, ob ich die Steintafeln dort hätte benutzen können. Was ist mit dir, Kollege? Ein warmes Feuer ist doch was Feines. Willst du nicht mitgehen mit den anderen? Und ihr hier am Eingang? Okay, es gehen also nicht alle Nomaden. Vielleicht muss ich dann mal in den sauren Apfel beißen und einen oder anderen töten hier. Mal schauen. Ich will ja nicht, aber vielleicht wird sich's nicht vermeiden lassen. So, hier unten ist jetzt keiner mehr. Gut. Ich hätte gedacht, dass da eigentlich noch einer war, der einen Namen hatte. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. So einer mit Tätowierungen im Gesicht, hätte ich gedacht. Okay. Die anderen sind hoffentlich mittlerweile weit genug weg. Ich schau mal kurz. Hier ist auch noch einer. Okay, vier Nomaden bleiben hier. Der Rest macht sich auf den Weg. Wunderbar, der ist ja auch schon weit genug weg mittlerweile, glaube ich. Okay, wie mache ich das? Einfach angreifen? Geht nicht anders. Vielleicht kann ich ihn jetzt aber rauslocken. Vielleicht geht das ja, wenn es bloß so wenige sind. Moment, wir sprechen erst nochmal mit ihm. Vielleicht gibt es ja noch... Ne, es gibt ja auch nichts. Wir können auch bloß uns leeren.
Sorry, Riordan. Sofort! Da! Ah, nicht doch. Bleib stehen! Oh, Riordan ist der Einzige, der geht. Oh, komm schon. Du alter Drecksack. Verdammt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh nein, Sir. Oh nein. Ich geh mal hier runter. Oh nein, der heilt sich. Ernsthaft. Okay, dann müssen wir das mal... Ich mach mal schnell laden. Hallo, Katzi. Wehe, du schmeißt das Mikro runter. Meine Katze schnuppert gerade am Mikro. Genau das war meine Katze, die sich am Mikro reibt. So, gehst du dann wieder, Dicker? Hier gibt's nichts. Hier vorne kannst du dich nicht hinlegen. Wie das immer so ist mit Katzen, sie wollen Aufmerksamkeit und wenn man ewig lange auf einen Monitor starrt, dann legen sie sich davor. Aber heute ist kein Platz davor. So ein Ärger. Dickerchen, magst du wieder gehen? Hallo? Hey, Speckbacke. Warte ich mal hier wieder. Na, nein, nicht doch. Du wirst jetzt nicht vor meinem Monitor stehen. Bitte runter. Los, husch, husch. Dankeschön. Okay. Dann also ein neuer, ambitionierter Versuch, Riordan umzubringen. Vielleicht können wir ihn auch locken. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber wir probieren es mal. Kommst du? Ja. Verdammt, die kommen aber auch wirklich alle. Bleib stehen. Komm mal runter. Das hilft nichts. Ich muss die Nomaden umhauen. Shit. Erstmal den Riordan. So, sorry Leute, ich möchte das nicht. Ah, hier ist noch einer, der hat eine stärkere Rüstung. Okay. Bevor die wieder aufwachen, sofort. Es tut mir so leid. Okay. Oh, mein Kopf. Ach, dass ich das tun muss, tut mir so leid. So, den nehmen wir noch aus, bevor er wieder aufwacht. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, es tut mir auch leid. Stört euch nicht daran, dass euer Wassermagier hier tot in der Gegend rumliegt. Ach, das wir sprechen uns noch. Muss so sein. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, klar doch. Okay, ach nee. Mach Sachen. Gut, Riordan ist leider auch Geschichte. Dann müssen wir jetzt weiter zu Nefarius und der ist beim Grab von Haran Ho. Waren wir dort eigentlich schon? Ich bin mir gar nicht sicher. So, das Grab von Haran Ho ist weiter im Westen. Das dürfte irgendwo hier so in der Gegend sein. Wir müssen mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Am besten hier vorne links hinter dem Bergmassiv, wenn das funktioniert. Ich weiß es nicht. Du hast es. Ernsthaft? Ach Leute. Ich helfe euch mal, ja? Allzu weit sind sie ja nicht gekommen, von den Biestern. Ne? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ach, Marus hieß er, genau. Ich wusste, dass es irgendwas war, das so ähnlich wie Maris klang. So, Aietos gab's auch noch, denn bei denen gab's relativ viele. Zeig mir deine Ware. Die man mit Namen benannt hatte. Genau, und hier können wir die schwere Nomadenkleidung kaufen. Du bist in Ordnung. So, das machen wir jetzt einfach mal. Die möchte ich haben. Wobei ich mal ganz kurz schauen möchte. Oh, wo ist es? Hier. Die wird mir jetzt natürlich nicht angezeigt. Shit. Nochmal kurz raus. Wir schauen nochmal kurz, was die Wassermagier-Rüstung für welche hat, für Werte. Schutz vor Klingen 45. 45, 45. Okay, wo ist der jetzt hin? Hallo? Bist du das? Bist du Aietos? Ja. Nicht einfach weg, zeig mir hier. Deine Ware. Okay, ist auf jeden Fall. Also zwar nicht so viel Schutz gegen Magie, aber. Du bist in Ordnung. Die holen wir uns jetzt trotzdem.
Nee, wir machen nicht Goldausgleich. Wir verkaufen ganz viel. So, da kriegen wir nämlich auch einiges zusammen. Da können wir fast die komplette Rüstung von bezahlen. Oder können wir sogar. Wenn wir hier noch was drauf tun. Es ist Wahnsinn, was wir angehäuft haben hier mittlerweile. Das ist echt krass. So, 92, 670 können wir machen. So, die gehen noch drauf. So. Krass. So, 673. Na gut, dann nehmen wir halt eins wieder weg. Hier so ein rostiges Schwert vielleicht. Oh shit. Ah, nein, ich bin so blöd. Ah, ich bin so dumm. Ich habe den Goldausgleich vergessen zu machen. Naja, dann haben wir halt jetzt mal 7000 Goldstücke in die Tonne getreten. Aber wir haben ja sowieso genug. Dann verkaufen wir jetzt den Mist noch. 7200. Ja, komm, da können wir ja noch was draufpacken. Sowas hier. 7300. Machen wir das mal so. Goldausgleich, tauschen. Okay. Ab mit dir, Aietos. Und wir hüllen uns in die schwere Nomadenkleidung. Die wird fortan unsere neue Rüstung sein. So, und wir begeben uns mal irgendwie nach Westen. Erstmal nach Osten, ich weiß. Aber bevor, da klimmen wir gleich mal den Hügel und dann schauen wir mal, ob wir da nach Westen gehen können. Ach, komm schon, Bewegung. Das alte Spielchen mit dem Hüpfen. Ich weiß, wir könnten sicherlich auch unten rumgehen, aber ich will jetzt mal gerade den direkten Weg nehmen. Hier oben ist eine Hütte. Was gibt's denn hier für eine Hütte? Ach nee, es ist gar keine Hütte, es sind irgendwelche Ruinen, oder? Ja. Oder Steine sogar bloß, nicht mal Ruinen. Eine Königsdistel für uns. Und dann widmen wir uns mal wieder ein paar dunklen Snappern. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So. Komm schon. Lass dich töten. Lass dich töten, mein Kleiner. Sammel mal noch fix das Leder ein und das Fleisch vor allem auch. Davon gibt es ja hier in der Wüste bekanntlich nicht so viel. Okay. Und dann weiter nach Westen. So, müssen wir mal ein bisschen sprinten hier, denn ich glaube, das ist noch ein ganzes Stück, das wir gehen müssen. Kommt man sich schon vor wie so ein kleiner ewiger Wanderer. Jetzt bist du dran! What? Wer bist du denn? Halt, ich speichere mal. Irgendwelche Banditen hier, ist ja Wahnsinn. Was man hier alles so findet, wenn man mal durch die Gegend läuft. Dir werd ich helfen! Räuber! Also, da vorne läuft einer mit einer dickeren Rüstung, ein Räuber. Vielleicht hat der einen Namen, ich weiß es nicht. Aber eigentlich gab es doch keine Räuber mehr hier, die wir noch bekämpfen mussten, oder? Naja, schauen wir mal. So, ich bewege mich mal so rückwärts vor, weil der Cursor sich dadurch nicht bewegt. Dann bleibe ich gleich auf diesem alles Nebenfeld. Jetzt wirst du bluten! Nee, ist auch bloß ein Räuber, okay. Ja, also keine Namen hier, ich habe mich schon gewundert, denn hier oben dürften eigentlich keine abtrünnigen Nomaden sein, die irgendwelche Namen besitzen. Das war einfach mal eine kleine Gruppe von Räubern. Warum auch nicht? Kann man mal einbauen.